Herzlich willkommen aus Silverstone und England. Ich bin hier gerade auf dem Trackwalk. Wir haben Donnerstagnachmittag und haben uns schon eingeschrieben und das ist eben gerade der Trackwalk. Nachher haben wir noch ein paar Meetings und im Hintergrund sieht man gerade die Stadt Ziel und das neue moderne Formel 1 Fahrerlager. Und ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende. Ist nicht ganz so heiß wie in Spa und wird bestimmt lustig. Also ich werde euch hier ein bisschen mit rumführen und hoffe, euch gefällt euch. So, wir sind jetzt fertig mit dem Trackwalk. Hat eineinhalb Stunden, zwei Stunden gedauert, aber ja, haben sehr viel sehen können und ja, jetzt hat dann in einer Stunde das Briefing, also Fahrbesprechung mit dem Rennleiter und Renndirektor. Und dann geht es auch schon wieder ab ins Hotel schlafen, weil wir morgen sehr früh raus müssen und um 9 Uhr Kreistraining haben. Also wir sehen uns morgen. Also jetzt ist das letzte Rennen, ist gleich. Die Autos werden jetzt in die Pre-Grid-Area geschoben und von da aus fahren wir dann in die Pit-Lane und von da aus dann ins Grid und dann das letzte Rennen hier in Silverstone. Also nochmal Daumen drücken und dann ist Wochenende schon wieder vorbei. Das ist jetzt diese Pre-Grid-Area und ja, sind die letzten Minuten vom Start bzw. bevor es losgeht und ja, nervös nicht wirklich, aber gespannt und ein bisschen kalt, weil es windig ist. LMP1-Autos und die haben jetzt gleich das 6-Stunden-Rennen, unseren Survival-Wochenende. Ja, war sehr lehrreich, leider nicht ganz so gut. Silverstone ist einfach echt eine sehr anspruchsvolle Strecke mit sehr vielen Highspeed- und Technikkurven. Von daher hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich es eigentlich gehofft hatte, beziehungsweise wie ich es mir auch gewünscht hatte. Aber viel gelernt, hat Spaß gemacht und jetzt sind wir übermorgen, beziehungsweise Mittwoch schon wieder in Misano und es geht weiter.